Wir haben einen Plan. Wir werden den Konvoi von ein paar Flusshändlern erobern und ihr Schleppschiff benutzen, um die Brücke zu infiltrieren. Da der Konvoi aber noch nicht eingetroffen ist, hat der Oberst mir die Freigabe erteilt, den Passagierwaggon zu holen, von dem Katja sprach. Dafür muss ich zunächst zum Terminal, um Crests Motordraisine von dort zu besorgen. Eine gute Gelegenheit, die Umgebung zu erkunden. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Metro Exodus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und danke, dass du dieses Projekt so eifrig unterstützt und mit am Ball bleibst. Ihr könnt uns am besten helfen, indem ihr dieses Projekt unterstützt. Oder uns allgemein unterstützt. Das hilft uns natürlich am besten. Und wenn der nicht eine halbe Stunde ladet, dann kommen wir voran. Da, wo wir gespeichert haben. Kann ich noch was trinken? Komm. Lass mich nicht hängen. Komm, dabei, dabei. Ich will hier nicht eine halbe Stunde warten. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt. Es würde mich freuen, wenn ihr weiter mit dabei bleibt. Das wäre sehr cool. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Komm. Komm, mach zu. Können wir die 3 Minuten knacken? Ich glaube schon. Komm, lass mich jetzt nicht hängen. Ja, wow, wieder 3 Minuten. Gigantisch. Sehr gut. Stimmt, ich kann eben den Schienen ja folgen. Stimmt. Oder auch nicht. Scheiße. Ah, ich habe einen Weg gefunden. Pfui Teufel. Ja, das war klar. Dann müssen wir gucken, wie kommen wir denn da am besten hin.
Da bin ich schnell gestorben. Komm, lad. Okay, wie komme ich denn da am besten hin? Okay. Indem ich wieder zurücklatsche zur Basis. Ist es zu Duke? Okay. Da hinten muss ich hin. Oder komme ich da irgendwo drüber? Bleib ja weg. Was lief denn hier schief? Oder war ich hier schon? Nicht schießen! Bitte nicht schießen! Ich weiß nicht. Es war doch nur ein Spiel, wie jedes andere. Aber eines von diesen Arschlöchern hat gemogelt und er hat zuerst gezogen. Und bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte, ging es schon los. Sie treten alle durch. Ich konnte nichts machen. Nichts, sage ich dir. Ich lüge nicht. Boba kann das bestätigen. Nein, nicht schießen. Nee, ich schieße auch nicht. Hier ist kein Platz für Außenseiter. Sieh nur! Sieh nur! Da sind sie! Nun, dann kommt! Ihr werdet nicht umgehen! Unser Glaube! What the fuck? Was war denn das? Ich glaube, diese Elektroanomalie. Ach du Scheiße. Da müsste ich per Tag hin. Muss ich zu Duke wahrscheinlich zurück und dann die Motor-3-Sine direkt holen. Weil jetzt wird's mega übel. Lad. Jawohl. Dann können wir ja. Da hinten muss ich hin. Ach, das ist der.
Na, ich muss hier in die Mitte. An dem Banditen. Lager vorbei. So, nicht stecken geblieben. Oh shit. Oh shit, nein. Können wir mal ein bisschen entspannen und ausruhen, würde ich sagen. Mal durchschlafen bis in der Früh.
sind hier schon wieder Banditen. Also denen müsste ich folgen, diesen Schienen. Warum ist nämlich der komische Tank von Duke? Holen wir mal die Motordraisine. What? Ah!
Nö. Scheiß Viech. Alter. Ich bin dann in der Nähe von diesem Banditenlager. Das ist schon mal gut. Wenn ich die da leise wegsnack, komme ich wieder an Ware. Das ist natürlich gut. Wenn er jetzt nicht eine halbe Stunde ladet. Haus!
Was war denn das? So ein Spann. Ne, ich muss mich an die Rand schleichen, sonst wird das nix. Aber das machen wir dann in der kommenden Folge, würde ich sagen. Lassen wir den noch kurz laden und dann beende ich die Folge schon. Ich werde jetzt hier die Folge direkt beenden und euch sagen, bis zur nächsten. Euer Sacker.